Neben mir begrüße ich Combat Club Cologne Kämpfer Mick Mukoyoko und seinen Trainerstab und Manager. Mick, du hast heute auf Achilleas Kalkidis einen Debütanten, nenne ich ihn jetzt mal, gekämpft, aber er war alles andere als ein Debütant. Sag und berichte uns doch mal kurz erstmal über den Kampfverlauf. Also erstmal möchte ich ansprechen, dass er wirklich kein Debütant war. Der war deutscher Meister im Sambo, er war für die griechische Nationalmannschaft im Thai-Boxen für die WM nominiert. Er ist, hat eine eigene Schule, wo der Ortega mit als Trainer angestellt ist. Also ein Debütant ist er bestimmt nicht gewesen. Kampfverlauf kann ich zu sagen, dass er die erste Runde mich gut dominiert hat, sich schwer gemacht hat. Er war sehr kräftig, er hat mich in die Ecke gedrückt. Ich konnte wenig machen, um mich zu befreien. Zweite Runde habe ich ihn, glaube ich, ganz gut angeklingelt einmal. Und in der dritten Runde habe ich die Top-Position gehabt die meiste Zeit und war ein bisschen ausgeglichen gearbeitet, seine Submission-Attempts, meine Schläge die ganze Zeit. So ist das, wie ich den Kampf wahrgenommen habe. Er ist ein bisschen so verschrieben aufgrund seiner Grappling-Kämpfe, die er in letzter Zeit bestritten hat, dass er eher ein Bodenkämpfer ist. Hast du damit gerechnet, dass Achilleas eventuell den Kampf sofort versuchen wird, auf den Boden zu verlagern? Nein. Aufgrund der Tatsache, dass er, wie wir wussten, für die griechische Nationalmannschaft im Thai-Box nominiert war, auf irgendeine WM teilnehmen sollte. Also wir haben uns auf alles vorbereitet, wie immer. Wir wissen, dass er BJJ trainiert bei Ortega, wie gesagt, oder mit Ortega. Und dass er, aber wir wussten auch, dass er im Stand sehr explosiv ist, sehr variabel ist, auch diese Backspin-Kicks und so Geschichten gerne macht. Wir waren auf alles vorbereitet. Raphael, ich möchte dich zuerst einmal ansprechen. Man konnte aus seiner Ringecke hören, beziehungsweise aus der Ringecke von Mick, dass du die Anweisung gegeben hast, du musst ihn mehr beschäftigen. Was hat sich dahinter verbirgt? Was wolltest du, dass Mick macht? Ich wollte, dass Mick ihn beschäftigt, weil er Vorbereitungszeit braucht für seine Drehkicks, für seine Kicks, für seine Highkicks. Und die Zeit kann man ihm nehmen. Er hätte auch ein bisschen schneller reagieren müssen nach diesen Einzelaktionen, aber wir wussten auch, dass er nicht sehr viele Hände hintereinander schlägt. Und da hätte man entschieden nachsetzen oder hätte Mick entschieden nachsetzen müssen. Und dazu habe ich ihn aufgefordert, das zu machen. Und überrascht war ich nicht, dass er nicht zum Boden geht. Ich ging eigentlich auch davon aus, dass er stehen bleiben wird. Mike, ich gehe mal weiter. Achilleas hat auch ein wenig, sag ich mal, den Kampf immer in die Ringseile verlagert. Das ist eine sehr zermürbende Taktik. Was wäre das Mittel zum Ziel gewesen, sag ich mal, oder ist es vielleicht sogar Mick gelungen, das effektiv zu neutralisieren? Also wir haben ja mit Mick gesprochen nach dem Kampf und er sagte, dass der war schon sehr stark, sehr kräftig. Ihn zu drehen ist ihm nicht gelungen, aber die Schläge zum Körper, die er versucht hat anzubringen, sind nicht angekommen. Das sah vielleicht für den einen oder anderen so aus, als wären das Leberhaken zum Körper durchgekommen, aber die hat er geblockt. Dann hat er sehr viel auf den Hinterkopf bekommen, was ich finde, was hätte moniert werden müssen vom Ringrichter. Sehr viele Schläge zum Hinterkopf, nicht ein oder zwei oder so, sondern im Dutzend. Und da hätte also meiner Meinung nach gerade in der Clinch-Situation von der Referee-Seite aus was passieren müssen. Aber ansonsten war eigentlich, die erste Runde hat er abgegeben. Aber man hat auch gesehen, dass es ihn ermüdet hat, den Achilleas. Und in der zweiten Runde hat der Mick dann auch in der richtigen Situation dann auch seine Chance genutzt und eine schöne Kombination gelandet. Und dann hat er auch gewackelt. Und ich denke auch, dass er die zweite Runde dadurch gewonnen hat. Ja. Und die dritte Runde, ja, hat den Cut. Da sind ein paar Sachen nicht so einverstanden. Dann kommt er aus der Ringecke raus und hat ein Pflaster auf dem Auge. Dann gibt ihm das wieder viel Zeit. Er war sehr müde. Wir wussten jetzt so, Mick hat die Luft. Er ist müde und jetzt kriegt er noch eine Minute. Dann das war ein bisschen suboptimal, finde ich. Und ja. Mike hat gerade auch schon sehr schön analysiert. Du hast streckenweise auch sehr schöne Aktionen gezeigt, wie den Sweep und auch diese zweite Runde, wo du ihn angeklingelt hast. Jetzt weiß ich, du hattest eine kurze Vorbereitungsphase für den Kampf. Würdest du sagen, hättest du vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gehabt? Hättest du nicht nur diese kurzen Momente gehabt, hättest du vielleicht den Kampf auch noch anders gestalten können? Ich möchte nicht die kurze Vorbereitungszeit, die ich gehabt habe, als Ausrede dafür jetzt
für die Niederlage erwähnen. Ich habe im Stand in der ersten Runde zu wenig machen können oder zu wenig gemacht. Den Sweep, ich hatte, wie gesagt, wir wissen, er ist ein starker Bodenkämpfer, hat seine eigene Mannschaft in DGL und alles, aber wir hatten keine Angst, auf den Boden zu gehen oder mit ihm am Boden zu sein. Für die, die den Kampf gesehen haben, wir haben auch während des Kampfverlaufs am Boden nicht immer schlecht ausgesehen. Also der Sweep hat gut funktioniert und wie gesagt, am Ende die Top Position hat er seine Submission Attempts gebracht. Ich habe mich nicht bedroht gefühlt, es war vollkommen in Ordnung. Ich habe die kurze Vorbereitungszeit gehabt. Ich weiß nicht, wie lange er es gewusst hat im Vorfeld, aber ich denke nicht, dass es mit einer längeren Vorbereitung anders ausgesehen hätte. Wenn es eine Niederlage tatsächlich gewesen sein sollte, nach der Bewertung der Punktrichter, dann wäre es wahrscheinlich anders auch so ausgegangen. Woran wir arbeiten müssen, was ich dann mit meinem Trainer Raphael noch vertiefen werde, ist das frühere Antworten, was er schon beantwortet hat, und das mehr Beschäftigen. Das ist das, woran es gelegen haben könnte. Das war ja schon ein sehr schöner Einblick für die Zukunft. Anderthalb Jahre hat es jetzt knapp gedauert, dass man dich wieder im Ring gesehen hat. Ich will nicht hoffen, dass man wieder anderthalb Jahre warten muss, um Mick wieder im Ring zu sehen. Dein Manager schüttelt schon den Kopf. Kann er uns dazu schon etwas sagen? Also Mick wird im Februar bei GMC 3 kämpfen. Das kann ich hier jetzt sagen. Den Gegner werdet ihr die Tage bei Ground & Pound lesen können. Und diesmal wird nicht so eine lange Pause da sein. Das war auch berufsbedingt, dass er halt länger pausieren musste. Aber das wird jetzt anders sein. Ich möchte dir trotzdem ein Schlusswort überlassen. Was wird dein Gegner im Februar blühen? Das wissen wir im Februar. Alles klar. Alles Gute für die Zukunft und weiterhin verletzungsfreie Vorbereitung. Und wir sehen dich dann im Februar. Danke dir, danke Elias, danke Ground & Pound, danke dem Boom Fitness Store, dem Sponsor für all die kleinen Püderchen, die mir geholfen haben, so lange durchzuhalten. Trainerstab, dem Max Schwind, der leider nicht hier sein kann, Marcel Pino, der leider nicht hier sein konnte, und dem Management natürlich. Danke euch.